Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal von Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox und zwar Emergency Hamburg. Und die Sirene ist sehr laut. So, ja, wir spielen heute das. Wir spielen heute Emergency Hamburg. Meine Güte, ich bin komplett verwirrt. Eigentlich werde ich jetzt arbeiten, also im Praktikum. Allerdings habe ich verpennt. Verschlafen. Dann habe ich dort angerufen und die haben gesagt, ja, du kannst zu Hause bleiben, weil die alle schon auf Baustellen sind. Dann habe ich dann nochmal angerufen, um zu fragen, ob ich irgendwas im Büro machen kann, damit es gut klingt, ne? Ja. Haben sie aber auch nicht. Und ja, jetzt bin ich zu Hause und dann kann ich halt auch das Video drehen, ne? So. Wir haben 3418 XP. Wir brauchen 4000, um den letzten Nibus, um den letzten Taxi zu kriegen. Ich würde sagen, wir spawnen einfach mal das Auto und fahren los. So. Warte, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen lauter machen. Aber am besten auf 6. So. Okay, let's go. Fahren wir mal los. Nicht wundern, die Grafik ist so eingestellt, damit das weniger ruckelt. So, was es jetzt auch vor allen Dingen gibt, seht ihr hier schon eine Anzeige. Das heißt, ja, ich bin der Einzige gerade, der irgendwie Bus fährt, aber hier kann man jetzt auch die Anzeigen sehen, wann der nächste Bus kommt. Sehr geil gemacht. Ja. Die Anzeigen sind neu. Die ganzen Autonamen sind neu. Also die Autos haben jetzt auch einen Namen irgendwie anders. Wahrscheinlich, weil die keine Rechte dafür haben. Oder sowas. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind die Namen auch anders. Ja. So. Ihr seht es jetzt nämlich. Da steht das dann. Ja. Es gibt auch einen neuen Krankenwagen. Ich weiß gar nicht, ob es schon das neue Feuerwehrauto gibt, beziehungsweise etwas anderes in Feuerwehrautos. Auf jeden Fall gibt es auch eine Kettensäge und einen Sandbox. Und auch wieder neue Feuerwehreinsätze. Die gibt es auch. Und ja. Die sind halt auch alle neu dabei. Mann, jetzt ist die Feuerwehr hier mitten auf dem Weg. Hat aber funktioniert. So. Genau, da ist jetzt das Leiterfahrzeug. Das müsste irgendwie jetzt auch den Korb bewegen können oder sowas, wenn es hier in diesem Paket mit drin ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden viele Dinge neu gemacht. Ich würde sagen, wir fahren hier einfach mal kurz lang, weil ich keinen Bock habe, Ampel zu stimmen. So. Ja, sonst ist hier eigentlich gefühlt alles noch gleich. Ne? Also neue Feuerwehreinsätze gibt es auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall auch antesten irgendwann, wenn ich dann Feuerwehr spiele. Aber ja, da steht beispielsweise jetzt, wann ich ankomme. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Aber ja. So. Was auch mal hier schon wieder los ist, ich habe keine Ahnung. Will ich aber ehrlich gesagt nicht wissen. So. Ist natürlich blöd, dass man im Praktikum gerade verschläft. Aber ich hoffe mal, der macht nichts. Ne? Das gleiche ist auch, wenn du in der Schule halt zu spät kommst. Ne? Also ich bin halt einfach verpennt. Aber ich habe pünktlich noch angerufen. Bin pünktlich noch. Also manchmal werde ich einfach früher wach als der Bäcker. Oder ich werde gar nicht wach. Das checke ich irgendwie nicht. So, was ich mich die ganze Zeit frage, ist wirklich ein Auto, was hier so blinkt? Oh, ist der grün. Ich steht hier mitten auf der Straße, geh mal weg. So, oh, ich werde geblitzt. Doch nicht. Hä, ich bin doch zu schnell gefahren. Egal. Fahren wir mal rechts rein. Genau, dann wird's grün. Ja, moin. So.
Jetzt können wir sehen, wann ich da ankommen würde. Da steht jetzt in 5 Minuten wäre ich dort. 5 Minuten, da bin ich an dieser Haltestelle anscheinend. Die Anzeige geht auch nur, glaube ich, mit 4 Menschen. Also mit 4 Leuten. Also wenn praktisch 4 Leute im im Busunternehmen sind, wird nur 4 oder 5 von diesen Leuten dann dort drauf gedings. Ihr wisst, was ich meine. Taxi zu fahren ist auch ganz nice, oder Bus, ne? Du bist halt immer im Auto. Ich liebe wirklich Autofahren. Müsste einfach Busfahrer werden oder sowas. Aber wenn, dann nur Schulbus. Aber dein Preis muss auch stimmen. Wenn der Preis nicht stimmt, dann ist schlecht. Und du brauchst ja auch noch einen Führerschein dafür. Ist ja auch noch so ein Ding. So. Ja, jetzt sind beispielsweise sogar 2 in dem Job drin. Gerade gesehen. So. Na, also jetzt hat man gerade gesehen, dass da 2 sind. Ihr seht es, glaube ich, auch gleich. Ja. Da. Der ist jetzt in 12 Minuten hier und jetzt bin ich halt auch in 13 Minuten hier. So. Dann drehen wir hier einmal. So. Perfekt. Diese blöden Ampeln hier immer. Ich umfahre die einfach und bleib jetzt stecken. Hilfe, nein, nicht stecken bleiben. Das war ein Fehler zu machen. Nein. Fahren Sie weiter. Oh, jetzt wird sie gleich wieder rot. So. Kurze Verspätung, aber passt schon. So. Zack. Müssten wir eigentlich gleich mal tanken gehen? Ich muss auch gerade ausfahren. Gehen wir kurz eben tanken. So. Ich frag mich, ich habe ja jetzt gerade jemanden hier drinnen sitzen, rein theoretisch gesehen. Was ich noch geil fände, wäre, wenn man dann wirklich sieht, dass da auch Leute einsteigen. Das wäre noch so ein geiles Konzept oder Dings zu machen, dass man dann sieht, dass da Leute so einsteigen. Kommt drauf an, wie es dann möglich ist, ne? Ja. Aber wäre schon eine geile Sache. So, fahren wir mal wieder zurück. Kommt nix. So. Das ist ja auch ein Riesentransporter, ne? Also es gibt ja auch noch dieses kleine Auto. Das will ich ja jetzt auch irgendwo mal haben. Wow. Hier schon wieder eine Sirene, beziehungsweise Martinshorn. So. Da ist Polizist, perfekt. Und dann sind wir jetzt nämlich wieder auf der Route. Wo wir gerade schon waren. Also es ist eigentlich, was ich auch schade finde, es ist immer dieselbe Route. Man könnte auch so eine random Route machen. Irgendwie, dass man nicht immer die gleichen Routen fährt. Wäre auf jeden Fall geiler. Weil man hat jetzt immer die gleichen Routen, man fährt immer jede Strecke gleich. Das muss irgendwie anders gemacht werden, dass man da auch random irgendwie dann ausgewählt wird, welche Route du nimmst. Oder man wählt Route 1, 2, 3 aus. Das wäre auch ein geiles Ding. Ich mache ja auch ein Roblox-Spiel, ein Roleplay-Spiel, also auch sowas wie Imagines Herburg und will dort auch diese Sachen umsetzen mit Route auswählen für Busfahrerjobs und sowas, ne? Wäre auf jeden Fall geil zu machen. Kommt aber auch immer drauf an, wie man dann letztendlich das so kann, ne? Ja. Hey Junge, wie viele Feuerwehrfahrzeuge fahren ja eigentlich noch lang? Ja.
So. Der ist gegen Schild gefahren. Steht jetzt hier wieder 5 Minuten. Eine Minute. Eine Minute steht da. Mal gucken, ob ich das schaffe, in einer Minute da anzukommen. Ich denke mal nicht. So. Perfekt. Es wird dunkel. Machen wir mal das Licht an. So. Dann einmal hier rechts rein. Das gibt es bei mir übrigens auch schon, das mit den Lichtern. Also bei mir gehen auch die Lichter automatisch an, aus, irgendwo. Also überall. Das habe ich auch schon eingerichtet. Also ich habe aktuell schon ein paar Blöcke Häuser. Will aber natürlich noch sowas machen wie dort ein Haus, dann da ein Stadtpark und sowas. Ja. Aber da muss man halt gucken, wie man das dann alles so umsetzt. Und alleine schaffe ich das nicht, ne? Also... Viele fragen immer, wann kommt das Spiel, wann kommt das Spiel? Ich kann mich nicht zerteilen, das heißt, es dauert. Ne, und mein Co-Owner, der ist irgendwie im Krankenhaus angeblich. Und ja, hat dann dafür auch keine Zeit. Ich denke mal nicht, dass er im Krankenhaus ist, aber ja. Kommt halt drauf an. Sag mal, fährt der Zug hier eigentlich auch noch oder ist er irgendwie kaputt? Ja, ein Zug kommt bei mir auch rein, kann man auch dann irgendwann einsteigen. Das heißt, nicht nur ein Zug, sondern auch Straßenbahn will ich machen. Aber das muss man halt auch alles erstmal umsetzen können. Ne? Ja. So. Machen wir hier mal eben kurz noch zur Reparatur. Da muss ich nämlich unbedingt hin. So. Zack. Die Ampel ist rot, werden sie grün. Müsste jetzt eigentlich grün werden. Jetzt. So, fahren wir hier nochmal rechts rein. So. Zack. Oh, 1400. Und das war's mit meiner Schicht. So. So. Habe ich den Bordstein und die Ampel mitgenommen? Fahren wir wieder nach Hause. So. Wir sind da in der Luft. Gehen wir das ganze Ding hier mal in die Garage. So. Perfekt. Dann Schicht beenden. Jetzt haben wir 3, 5, 7, 4. Okay. Steigen wir mal in meinem schönen Porsche hier ein. Oder der beschleunigt ja keine Ahnung wie schnell. So. Wie gut, dass wir hier auch direkt neben der neben dem Busunternehmen wohnen. So, packen wir hier mal meinen Porsche in die Öffnung. So, ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch bei meinen Musikbots vorbei, sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr die einfach mal einladet auf eurem Discord-Server und macht bei mir auf dem Discord-Server auf jeden Fall die 300 Member voll. Wir sind gerade bei 200 irgendwas. Ich weiß gerade nicht ganz, 278 oder so.
Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich auch sehr freuen. Und jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.